Hallo und willkommen zurück zu The Bard's Tale 4. Wir müssen jetzt gucken, wie wir hier diesen anscheinend Endgegner ganz oben vom im Turm platt machen. Mit der Gruppe, die da auch noch davor ist, das ist nicht ganz trivial. Ja, erstmal essen wir hier wieder Konsum. Das ist der. Ach Mist, das soll ich jetzt. Ja, dann sollte ich vielleicht vorher nochmal runtergehen, um zu speichern, nachdem ich das hier gelöst habe. X. F. X. Holz. Was denn? Kreuz. Und F. Wir hier noch was, bevor wir da hochgehen. Wir könnten uns natürlich auch erstmal noch da umsehen. Da ist nicht viel, wo man sich umsehen könnte. Naja, ne. Ja, und jetzt haben sie noch den ersten Angriff. Ja, ja, surrender. Kann auch sein, dass ich hier noch gar nicht sein sollte und erstmal eigentlich das Elfendingen machen sollte. Feen-Ding, was weiß ich. Aber, naja. Naja, gut. Da will ich aber ziemlich mal runterlaufen zum Speichern. Das geht ja recht fix. Konsum. Aber der Typ hatte mich ja eben quasi komplett innerhalb von einer Runde zerlegt. Deshalb mal gucken, ob ich da überhaupt irgendwie eine Chance habe. Okay, ich laufe doch gleich runter zum Speichern. Das ist mir zu blöd immer wieder. X. Gehe ich jetzt nochmal runter, speichern und dann wieder hoch und dann kann ich halt direkt beim nächsten Mal, wenn ich wieder verendet bin, zum Boss latschen, denn ich denke mal, mehr als ein Versuch wird sicherlich noch brauchen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich den ersten Kampf, die erste Welle da überlebe. Das hatte beim letzten Teil doch sehr gut funktioniert eigentlich, dass alle noch am Leben waren. Ob ich das nochmal so hinbekomme, ist fraglich.
hoch. Ich könnte natürlich auch mal die anderen Türen noch knacken. Da. Aha. Ja, nehmen wir den. Cheers. Sollten wir uns halt einen rauspicken, von dem wir die Rüstung erstmal demolieren. Ah, das war natürlich jetzt dumm. Aber Moment, wir können aber eh wechseln. So. Und dann starten wir das. Dann haben wir hier außerdem eine Reihe, wo gar nichts passieren kann. Yes. Bleeding. Bleeding. Der darf sich halt nicht bewegen. Jetzt ist der Dreier wieder vorne, wunderbar. Wir haben quasi überhaupt nichts gemacht. Den darf man nicht bewegen. So, die muss erstmal wieder trinken. Die würde den eigenen anpusten. Aber das hier könnte... Naja, das macht wahrscheinlich mehr Sinn, das auch noch wegzunehmen. So. Tell me what you need. Ready. Der geht auch da durch. Ready. Jetzt haben wir noch 13. Dann machen wir den tot. Noch habe ich keinen Schaden genommen. Ready. Ready. Wahrscheinlich jetzt den hier angreifen wollen. Ja. Die Ding. Mhm. Saufen. Dann müssen wir hier... Ich weiß nicht, was passiert, wenn man das macht. Okay, der steht immer noch da. Der Schild bleibt stehen. Armor Rende. Your word. Orders.
Ah, da geht's da was durch. Aha. Könnten wir machen. Ja. Die beiden sind fast im Eimer. Ready. Wir müssten eigentlich den da rüber ziehen. Aber der kann sich ja gar nicht bewegen gerade. Die könnten sich aber beide tarnen, dann müsste der sich auf jeden Fall rüber bewegen. Yep. Die kann Mana sammeln. Ready. Goodbye. On your work. Okay, dann ziehen wir den jetzt ran. So. Wenn man jetzt da hingehen würde, würde man geheilt werden. Dazu müsste man das mit dem tauschen. Sollten wir jetzt vielleicht einmal sogar noch angreifen lassen, damit wir noch Punkte haben, wenn der andere rankommt. Ranziehen kann ich den nicht. Rüstung reduzieren. Da trinken wir. Speak. That's good. Yes.
könnte ruhig krippen. Oh. Achso, das ist die eigene Mark, die sie dann zum Explodieren bringt mit dem zweiten. Das ist schon nicht verkehrt. Wird sie entschaden? Die kann da gerade nichts tun. Der auch nicht. Dann machen wir den auch noch da drauf. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich das noch überlebe jetzt. Wir könnten das jetzt schon machen. Aber ich glaube, das erste Mal war der nicht ganz so böse. Ja. Okay, jetzt machen wir den hier. Vier Stacks of Drunk, das geht eigentlich gar nicht mehr. Was passiert denn? Anscheinend schon. Hm. Mhm. Na, er hat jetzt zwei davon. Okay. Der hat noch Blutung aktiv. On your word. Ready? Yes? Ja, eigentlich müssten die tauschen. Oder dahin, das geht, geht auch. Ja. Dann den hier. Dann können wir den machen. Die Position tauschen und dann kann die den ja auch noch machen. Na, es ist zwar nur eins, aber machen wir den auch noch. Ach, der Mark, der war natürlich jetzt verschwendet, weil er, glaube ich, nur bis in die Runde geht. Alit und Feuer. Naja, das nochmal nicht. Der ist ja jetzt auch noch geschrinkt. So, der hat das Ding nicht mehr, diesen Buff nicht mehr. Aber die 44, die sollten wir jetzt auch so wegbekommen. Machen wir erstmal sie. Dann können wir das auch direkt wieder zum Explodieren bringen. Oder so. Sauber. Song of the Century. Und bam. Und zu.
So, dann müssen wir hier auch mal wieder umbauen. What can I do for you? I'll just squeeze by. Excuse me. Pardon me. Warte mal so, oder? Ich glaube. Place candle. Oha. Full plate armor. Hey? Die ist leider. Doch, die ist deutlich besser als das, was der hat. Wieso ist der Hintergrund so seltsam? Hi. What can I do for you? Jedenfalls kann das ja weg. Dann haben wir hier einmal Sorcerer's Robes. Kann noch niemand verwenden. Ein Schwert. Extra with passing slash. Wieder mal. How may I help? What? Na, so langsam ist das Ding schon ein bisschen schlecht. I. What do you need? Naja, nutze ich aber mal nicht. Okay. So, bevor wir hier rumfummeln, gehe ich erst nochmal runter speichern. Treppen steigen, zu die Gesundheit tun. Ist der jetzt eigentlich auch wieder gestiegen? Ja, der hat einen Skillpunkt übrig. Wie viel fehlt dem noch? Naja, noch eine Menge bis zum nächsten. Gab's denn irgendwen, wo ich schon ganz klar wusste, was ich steigern will? Ich fürchte nicht. Yes? Eh? Nee. Warten wir erst noch ab. Vor allen Dingen, bis der Krieger noch eins gestiegen ist. Und dann werde ich mal die ganzen Punkte verballern. Die kann man nämlich auch ein bisschen testen. Kann natürlich auch sein, dass dann der Rest vom Spiel etwas trivial wird. Ich weiß nicht, wie das Spiel mit der Erfahrung plant, dass man schon soweit sein können soll. Andererseits weiß ich auch nicht, ob die mich überhaupt auf die letzte Ebene schon zulassen. Diesem Review Board. Kann sein, dass sie sich das aufbewahren, um die Balance nicht zu zerstören. So, hier sind wir wieder. Was ist das? Across the Seven Realms. From Aurora to Malefia did I roam with but a candle to see me home. Naja, wir haben ja nur eine Candle. Jetzt haben wir zwei Candles. Haben wir hier sonst noch irgendwas?
Vielleicht halt unten in den abgeschlossenen Räumen. Ah ne, wir haben 5. Okay. Sind aber noch nicht genug. So, hier hatten wir, glaube ich, auch noch eine Tür, oder? Nee. Keine Candle. Da unten hatten wir noch 2 Türen, oder? Aha. Zwei zehn. Na gut, ich habe halt keinen Bogenschützen. Und den hier. Das wäre halt nett als Einhandwaffe. Aber das geht noch nicht. Sweeping Slash costs one less opportunity to use. Also nicht How verkehrt. May I help? Aber auch keine Candles. Ist noch eine Candle. Aber ich glaube, mir fehlten mehr als nur eine. Hier ist halt auch gar nichts mehr. Noch eins hoch. Mal vorbei, aber ich glaube, da sich keine Tür verstecken können.
Oder eine Kiste. Ne. Nö, 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 nö. Es fehlen noch drei. Fine craftsmanship for human work. There it is. The God Killer. Such things we can do with this. Oh. Waren nicht mal alle Kerzen nötig? Okay. Bart und Fighter. Wielded by the hero Hawkspear, the Strife Spear was the weapon that slew Tarjan in Malefia after he laid waste to Scarabrae. Far Death, 22 damage to the first target in range and reduce their power by 10%. Move a target ally to any space, dealing 7 physical damage to nearby enemies on arrival. Ist wahrscheinlich zweihändig, oder? Naja. 35 Schaden. Naja, Bart und zweihändig, dann kann die das hier halt nicht mehr verwenden. Die Frage ist jetzt, wie sinnvoll das denn überhaupt war. Achso, und das nimmt hier auch noch zwei Fähigkeiten dann entsprechend weg. Also es sind keine... Es sind nicht nur zusätzlich Fähigkeiten. What can I do for you? Er hat ja vorher noch Taunt gehabt und den. Na, es ist halt schon ein bisschen schlecht. Auf den einen, naja, kann man schon eventuell drauf verzichten, auf bei dem auf zwei Fähigkeiten. Bei den anderen Charakteren eher weniger. Verliert er noch eins Armor Class? Achso, ja, das wollte ich mir auch nochmal angucken. Rapids, Laughing, Summer, Sleeping, Goddess, Roaring,
Sacred Dripping. Also das hier war ein Rätsel und ich... Das hier musste man mit irgendeinem... grünen Dings matchen wahrscheinlich. Shocking Eggs of Kale. Nicht, dass das irgendwie sinnvoll wäre dann, weil das Ding kann ich ja jetzt eh kaum noch brauchen. Schraube ich mir gerade auf, aber... Sacred Reaping. So. Ja, dann behält der den Taunt und... den Headknocker vielleicht? 28 Mental Schaden macht er. Achso, der kostet aber ja jetzt 2, weil das durch die Rüstung, durch das Ding nur reduziert wurde. Ja, es könnte sich trotzdem aber so lohnen. Und dann benutzt er das andere mehr oder weniger als Hauptangriff. Oder mach mal hier das Sundering drauf. So. Die behalte ich jedenfalls. Das hier hatte 11 Stärke. War nicht verkehrt. Na gut. Damit hätten wir dann diesen Turm erledigt. Ne, der ist noch bei einem Punkt. Ihm fehlt noch, na gut, die Hälfte. Falsch. Quatsch, Quatsch. So, dann wollen wir mal den Fairies nochmal einen Besuch abstatten. Und da hatte ich auch nachgeschaut. Und während man vorher immer quasi 90 Grad was gemacht hat und wieder gegengeschickt hatte, muss man in dem Fall einfach in die richtige Richtung gucken und kann ihn dann querschicken. Ein bisschen, naja. Mit dem kann man nicht mehr reden. Na gut, dann halt nicht. You're from Senar, then, in Barabi. I am surprised you've heard of it. They call it the City of Gold. How much gold are we talking about? Ha! It is the custom of our priests and kings to top their temples and palaces in spires of gold. Well, they say it is gold. It certainly shines like it in the sun. Must be quite a sight. It is, it is. I hope one day to see it again. Ja, hier war ja auch noch so ein Stash, wie ich aber keine Ahnung hatte, wo hier so ein Symbol sein soll. Weil nachdem ich bei dem anderen schon doch etwas weiter gelaufen bin, kann ich mir gut vorstellen, dass das hier auch noch irgendwo versteckt ist. Aha! Versteckt ist. Meins. Naja, okay. Also, da haben wir noch so einen dicken.
Und da hatten wir ja auch noch Gruppen. So, dann können wir erstmal bei dem Typen noch verkaufen. Dann sind wir bei 6.900 Gold. Ja, muss man jetzt einfach dahin kicken. Ziemlich trivial. Da waren aber auch wieder böse, fiese Gegner. Naja, so fies sind die wahrscheinlich nicht. Yeah, here. Wir machen hier wieder Geldsammelaktion. These pose no threat. Schmodder, Schmodder, Schmodder. Die sind beide auf Cooldown. On your word. Aha. Ja, der wird wahrscheinlich die ganze den ganzen Kampf hier nichts machen. Yes. Weil das halt alles von denen hier erledigt wird. Orders. Away I go. Ready. Look out. Ready. Yeah. Something bad. I'm on my way. Yeah. A grand group from Sibyl needs 30. Märtyrer. On your word. Dann pusten wir hier mal gegen. Achso, Moment, was müssen wir anders machen? Oder wir gehen dann nachher. Moment, das machen wir anders. Machen wir erst so. Dann den pusten. Dann wieder austauschen. Dann den hier. Ja, dass der natürlich 10 auf alle nochmal gibt, ist schon sehr krass. Also diese Fähigkeit ist schon fies. Das ging jetzt auch ein bisschen schneller als gedacht. On your word. Gold. Und ein Kleidchen. Sorcerer's Robes. So, mal gucken, ob das irgendwie sinnvoll ist. Das ist auch Sorcerer's. 11. 432. Das hier ist Schrott. Da ist aber irgendwas ziemlich böse am Wabern. Das klingt irgendwie. Als wenn das da wäre. Aber keine Ahnung, das ist ja nix. Steel key required.
Fairies observe the birds closely. When standing before them, fairies act accordingly. Ja, den einen Spell, dieses Dingen hier mit dem extra Geld sammeln, das ist ein bisschen over the top wohl, dass man da ein Geld rausholt. Okay, das mit dem Observen ja nicht so gut funktioniert. Damit kommt er wieder zurück. Kann man also nur als Bumper von der Seite verwenden, dass er wieder zurückkommt. Hier wird man ja wollen. Oder ne, kommt ja gerade da drauf. Was machen die da, wenn man die da drauf schickt? Gar nichts. Und hier kommt er nur wieder zurück, aber man kann den nicht umlenken, oder? Nee. Wenn ich den dahin schicke. Aha. Bronze Key. Mhm. Dafür braucht man aber den Steel Key. Und hier Bronze. Steht da. A flock of birds fly in unison, each a part of a whole.
Was passiert, wenn man den jetzt dagegen schießt? Ah, okay, dann ist der diagonal. Steel Key. Hier weiter. Fairies only follow flocks of birds if they fly together and not apart. Plup. Okay, genau da drauf können wir den nicht schicken. Also, was passiert jetzt? Und jetzt? Ah, okay. What? Alles klar? Your pardon, friends. Yeah. Can you tell me what land this is? I'm to meet my friend Vlaga on the banks of the River Amo. And I believe I have overshot. Ja, glaube ich auch. Who's Vlago? My traveling companion. We were separated after our last adventure, but promised we would wait for each other on the Amo. I fear I am late. We don't know the River Amo. Oh, too bad. It is the river of my birth, where my parents Peter and Svetlana raised me and taught me the ways of the fourth school. I have been trying to return there after a long and weary journey, but the journey only seems to grow longer. You're in Kaith, Kaith. Kaith! How wonderful! I have always wanted to visit. Not now, however. Not until I have returned home. Mm-hmm. I wish you luck on your search. Thank you, friends. And if you see my friend Vlago, tell him Oleg still seeks him. Oleg Shimanovsky. Farewell. Okay. Okay, da geht's noch weiter mit Feenrätsel. Was ist das? Certain mushrooms release spores, which fairies confuse with birds. Mhm. Vielleicht zu spät. Mhm. Das ist der Brass Key. Da kommt noch was, wie man auf der Karte sehen kann.
Gut, dann gehe ich aber jetzt erstmal wieder zurück. Und werde speichern und einen Schnitt machen. Und dann schauen wir hier beim nächsten Mal weiter. The farmer girl disappeared last. Zip. Jo, dann werden wir uns beim nächsten Mal weiter die Feen anschauen und dann denke ich auch mal so langsam hier diese Stufe von ihm noch bekommen. Und dann könnten wir in die Stadt und ordentlich skillen, Sachen kaufen und werden dann zu den Superhelden. Also bis zum nächsten Mal.